jetzt müsste der Ton drauf sein. Und bitte, Begrüßung. Ja, liebe Vereinsmitglieder, ich freue mich ganz besonders, dass wieder ein Vereinsabend mit einem Referenten oder besser gesagt mit einer Referentin stattfindet. Und als allererstes will ich mich erstmal bei Sascha Keil hier im Hintergrund bedanken, der also immer wieder es schafft, eine wunderbare Technik aufzubauen. Das ist eben nicht ganz einfach. Ja, und in dem großen Saal oder sagen wir im Seminarraum sind auch nochmal 10 Zuhörer vor Ort. Und wir wissen, wie schwierig das ist, gerade mit Corona und so, aber trotzdem freuen wir uns, wenn die Vereinsmitglieder uns von außerhalb her zuschalten. Ja, unmittelbar neben mir steht eine nette junge Dame und die hört auf den Namen Katharina Beckmann. Für mich persönlich ist es auch eine Überraschung, weil ich mit Sascha schon überlegt habe, es ist jetzt 6, 7, 8, 9 Jahre her. Also es ist schon eine große Zeit vergangen und die Katharina hat damals, glaube ich, mit 4 anderen Mitstreitern ein wunderbares Buch über diese Situation an der Field Station gemacht. Aber nicht nur das, sie konnte dann auch eine Magisterarbeit mit Abschluss machen und ich glaube, ihr habt damit sehr gut abgeschnitten. Was anderes erwarte ich nicht, wenn du bei Berliner Unterwelten bist. Und ich bin jetzt sehr gespannt, weil dieses Treffen kam nochmal zustande mit Filmaufnahmen. Und insofern war unsere Idee, dass wir Katharina einladen hier zu unserem heutigen Vortragsabend für die Mitglieder. Und ich denke mal, liebe Katharina, ich habe jetzt genügend erzählt. Und und du darfst sozusagen erzählen, was also vor 9 Jahren so spannend war und wie du überhaupt auf dieses Thema und natürlich auch Berliner Unterwelten gekommen bist. Das danke mache ich dir. Gerne. Oh, vielen Dank, Jürgen. Über mich würde schon fast alles gesagt. Ich bin Katharina Beckmann, ich bin eine von 4 Autorinnen der Field Station Berlin Dokumentation der Abhöranlage auf dem Teufelsberg. Das war ursprünglich mal eine Masterarbeit, die Field Station, die wir zu 4 im Masterstudiengang Denkmalpflege angefertigt haben. Ich gemeinsam mit David Derksen, Florian Leitner und Robert Heseke-Diesing. Und da wir da, glaube ich, ganz gut unterwegs waren mit unserer Arbeit und das natürlich schon immer ein Thema war, was viele Leute interessiert hat, unter anderem auch die Berliner Unterwelten, haben wir dann auch ziemlich schnell Sascha Keil und Jürgen Wedemeyer kennengelernt, die uns sehr bei dieser Arbeit unterstützt haben. Ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut, ihr werdet namentlich erwähnt und seitdem kennen wir uns. Ich glaube, es ist mittlerweile 10 Jahre her. Und gemeinsam mit den Berliner Unterwelten haben wir dann aus dieser Masterarbeit auch noch eine Publikation gemacht, die im Verlag der Berliner Unterwelten erschienen ist, aber leider mittlerweile vergriffen ist. Also ich glaube, wir sollten über eine zweite Auflage nachdenken. Keine Werbeveranstaltung. Ich freue mich entsprechend sehr. Es ist so ein bisschen wie zurückkommen. Ich glaube, es sind jetzt mittlerweile 10 Jahre vergangen. Ja. Und wieder bei den Berliner Unterwelten zu sein und ich werde versuchen, am heutigen Tag eben ein wenig über die Field Station, aber auch über die anderen Zeitschichten zu sprechen, die auf dem Teufelsberg oder im Teufelsberg zusammenkommen. Und starte mit einem Bild von uns. Aus 2010. Das sind also, es ist ein bisschen, es ist nicht ganz richtig, man sieht, der eine im Hazard-Suit ist unser Betreuer Torsten Dahme, die anderen 3 sind tatsächlich die Autorin. So haben wir damals in 2010 unsere Zeit auf dem Teufelsberg verbracht. Wir haben insgesamt 6 Monate an der Masterarbeit gearbeitet und haben davon, ich glaube, 3 Monate lang auf dem Berg, auf dem Teufelsberg verbracht. Wir konnten das damals, weil uns der damalige und auch noch jetzige Besitzer Hartmut Kuhl den Schlüssel zu dieser Anlage mehr oder weniger gegeben hat. Und entsprechend haben wir dort eine Bauaufnahme durchgeführt, 3 Monate lang. Und das sah dann so aus. Wir haben also 3 Monate lang den Berg oder die Field Station Berlin aufgemessen. Man sieht, wir haben das händisch gemacht, also mit der Hilfe eines Disto, aber haben hier 1:100 eben einen kompletten Plansatz hergestellt. Auch da könnte man sich jetzt fragen, warum haben wir das gemacht? Vielleicht gibt es diese Unterlagen irgendwo, die gibt es sicherlich irgendwo, aber die sind uns nicht zugänglich. Das heißt, was wir damals hergestellt haben, ist im Grunde, wir haben erkannt oder wollten gerne einen Zustand dieser Anlage dokumentieren, auch vor dem Hintergrund, dass wir das Gefühl hatten, dass diese eben immer mehr verfällt. Und wir haben im Grunde ja, alle Möglichkeiten, die uns zur Verfügung standen, dazu genutzt, eben einmal dieses Handaufmaß, die Pläne zu zeichnen. Wir haben aber auch ganz viel im Archiv gearbeitet, wir haben ganz viele Unterlagen von den Berliner Unterwelten bekommen, wir haben ganz viele Unterlagen, wo ganz vieles auch nicht richtig, die Unterlagen, die es gab, eben vom Alliierten Museum bekommen, wir haben teilweise Zeitzeugen noch gefunden und haben da eben, so gut es ging, diese Dokumentation gemacht, die unter anderem auch die Pläne eben, aber auch ein komplettes Fotoarchiv. Also wir haben einmal alle Räume dieser Anlage durchfotografiert mit Schuss, gegen Schuss. Und ich glaube, das ist bis zum heutigen Tag so das Vollständigste, was es gibt eben über diese Anlage. Und warum wir so aussahen, war einfach, wir waren uns nicht sicher, was da oben vor Ort ist. Also wir haben nicht die Pandemie vorhergesehen, es sind keine Corona-Bilder, sondern es wurden dort Asbestplatten verbaut. Teilweise waren da auch Türen verschlossen, wir mussten aber überall rein und wir wussten halt einfach nicht, was ist da in der Luft. Und deshalb haben wir eben unter erschwerten Bedingungen so gearbeitet, um uns zu schützen. So. Erschrecken Sie sich nicht, da wollen wir heute noch durch in den nächsten 60 Minuten, schauen wir mal, wie wir es schaffen, um eben den Ort besser verstehen zu können, ist meine Idee, dass wir uns dem Teufelsberg eben über die Topografie annähern. Dann werden wir uns ein wenig mit der Geschichte, nicht nur der Field Station Berlin beschäftigen, sondern auch mit den anderen Bauphasen. Dann werden wir gemeinsam schauen, wie sich diese Abhörstation, also die Field Station, entwickelt hat auf dem Berg. Und das werden wir über verschiedene Bauphasen machen und uns eine Baubeschreibung angucken, wo wir schauen werden, wie denn diese einzelnen Abschnitte oder Bereiche der Field Station funktioniert haben. Und dann gehen wir noch kurz auf die Nutzungskonzepte ein, die nach Schließung der Anlage entstanden sind. Dann hoffe ich, dass wir so ein bisschen ins Gespräch kommen werden, auch mit Sascha zusammen. Wir uns einmal den Zustand 2011 anschauen und dann aber auch so ein bisschen 2011 bis heute uns anschauen, denn eigentlich hört unsere Betrachtung natürlich 2011 auf, aber seitdem sind natürlich auch einige Dinge passiert. Fangen wir an. Wenig überraschend für viele von Ihnen vielleicht ist die Field Station im ehemals westlichen Teil der Stadt gelegen, genauer gesagt im ehemaligen britischen Sektor und liegt hier im Stadtforst Grunewald. Wenn wir jetzt genauer heranzoomen, ein wenig, sieht man auch schon, was den Ort so besonders macht. Ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber man sieht eben hier in diesem Lageplan eingezeichnet, und jetzt muss ich für die Zuschauer zu Hause, glaube ich, hier dran gehen, damit man was sieht. Man sieht eben die Field Station Berlin, unser eigentliches, ich mache das dann hier auch nochmal, unser eigentliches Untersuchungsobjekt eingezeichnet, aber eben auch eine Zeitschicht, die dort drunter gelegen ist, die hier repräsentiert wird durch die Höhenlinien, also die Höhenlinien dieses Trümmerberges, der da drunter liegt. Und dann, wenn ich jetzt noch einen Klick weitergehe, haben wir nochmal hervorgehoben eben die Wehrtechnische Fakultät, die unter diesem Ganzen liegt. Also wir haben Field Station Berlin, wir haben den Trümmerberg, der dort liegt, und dann haben wir die Ruine der Wehrtechnischen Fakultät, die eben nochmal weiter runter liegt. Und diese drei Zeitschichten machen den Teufelsberg eben zu einem nicht einzigartigen und ganz besonderen Ort. Natürlich fangen wir chronologisch an und wir fangen mit der Wehrtechnischen Fakultät an. Was wir hier sehen, ist erstmal nicht die Wehrtechnische Fakultät. Wir sehen aber unsere Teile im Grunde. Wir sind jetzt in der ersten Zeitschicht, die wir Wehrtechnische Fakultät bis 1945 genannt haben. Was wir hier aber sehen, ist ein Modell der Hochschulstadt, die geplant war als Teil von Germania. Diese Hochschulstadt, die so nie gebaut wurde. Aber eben 1937 gab es dazu einen Wettbewerb. Die Hochschulstadt sollte als Tor zu Germania fungieren und dazu, um die gewünschte Monumentalität, die eben damals so gewünscht war, zu erreichen, gab es dazu einen Vorentwurf und das ist eben dieser Vorentwurf. Die Wehrtechnische Fakultät selber war nicht Teil dieser Hochschulstadt, aber sollte in unmittelbarer Nähe entstehen, weil sie von so herausragender Bedeutung war für das damalige Regime, sagen wir jetzt einfach mal so, wurde sie eben nicht als Teil dieses Wettbewerbs mitgedacht, sondern wurde entworfen vom Architekten Hans Malwitz als eigenes Gebäude und wurde 1937 angefangen zu bauen. Ich könnte jetzt weiter auf die Architektur eingehen, aber ich glaube, wir sehen so ein bisschen die Architektursprache, die uns hier in Berlin ja relativ bekannt ist aus der Zeit. Und vielleicht noch erwähnenswert, 1937 war Adolf Hitler selber dort und hat den Grundstein gelegt für die Wehrtechnische Fakultät. Die Wehrtechnische Fakultät wurde bis 1940 gebaut. 1940 wurden dann alle Bauarbeiten für nicht kriegswichtige Gebäude eingestellt, so auch an der Wehrtechnischen Fakultät. Das ist jetzt schon ein Bild nach Kriegsende, wo wir die ausgebombte Ruine sehen. Wir sehen hier, was ungefähr übrig geblieben ist. Man ist sich nicht ganz sicher. Sascha hat vorhin nochmal, oder wir hatten im Vorfeld nochmal von einem, ich glaube auch ein Mitglied aus den Berliner Unterwelten, eine neue Untersuchung bekommen. Ja, ganz neu ist die nicht. Der Arbeitskollege Sven Ziegler, der heute leider nicht dabei sein kann, von der Arbeitsgruppe Erkunden und Erschließen, kennen einige ihn vielleicht. Der hat, kannst du nochmal zurückgehen? Na klar. Genau, der hat mit seinem Lehrstuhl geoelektrische Messungen auf dem Berg vorgenommen und hat die Strukturen ziemlich genau eingemessen, und zwar hier schräg rüber. Wenn ich das nochmal richtig drehe, was er uns geschickt hat, also mal weg hier. Eine Messlinie war hier quer drüber und er hat mir einen Erläuterungstext dazu geschickt. Ich muss gestehen, ich will es nicht falsch erläutern, ich habe es nicht ganz verstanden. Ich auch nicht. Aber diese Methode, Geoelektrik, Sven, verzeih mir, wenn ich es nicht richtig wiedergebe, ich versuche es trotzdem, die stößt auf verschiedene Materialien und die leiten unterschiedlich elektrisch. Wasser zum Beispiel anders als Metall oder als Erde. Und aufgrund dieser Schichtung, die festgestellt wurde in mehreren Bahnen, hat er als Schlussfolgerung gezogen, dass dort keine oberirdischen Strukturen mehr wesentlich vorhanden sind. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, ne? Wer die Grafiken anfordern, einsehen möchte mit Erläuterung, müssen wir Sven fragen, ob er so Frage gibt, und dann kann man das noch ein bisschen ergänzen. Ja. Danke, Sascha. Das ist eben das, was aus der Zeit fotografisch festgehalten wurde. Was man weiß, ist, dass eben dass die besonderen und kostbaren Materialien ausgebaut wurden, teilweise an meiner Alma Mater, an der TU Berlin, eingesetzt wurden für Ausbesserungsarbeiten, da eben der Sand und der Basaltstein. Ansonsten versuchte man dann, glaube ich, relativ schnell auch diese ganze, nicht die ganze Geschichte, aber es wurde dann bald Sand über das Ganze geschüttet und man begann eben mit der Aufschüttung des Trümmerbergs. Wie Sie wahrscheinlich alle wissen, befanden sich in Berlin ungefähr ein Sechstel der Kriegstrümmer Deutschlands. Wir sprechen von mehreren 100 Millionen Kubikmetern Trümmern, und in Berlin, oder besser gesagt in Westberlin, war es eben schwierig, die unterzubringen. Zunächst wurden vereinzelt solche Trümmerschüttungen oder Schuttkippen angelegt, und man merkte dann relativ schnell, dass das nicht ausreichen würde. Es fehlte das Hinterland, um dort eben die Trümmer loszuwerden, aber man musste natürlich auch Berlin aufräumen, man musste Seuchen vermeiden, Sie wissen das alle. Man musste also irgendwo hin mit den Trümmern, und dann erschien so ein Ort, der relativ gut erreichbar war im Grunewald, und der vielleicht auch eben so ein bisschen gut geeignet war, weil man da Dinge rumstehen hatte, die man jetzt nicht zwingend ständig sehen musste, oder wo man gedacht hat, naja gut, vielleicht ist eine Umnutzung dann eher schwierig, und der Abriss war auch eher schwierig, also fing man an, den Trümmerberg hier aufzuschütten. Es ist so, dass hier zunächst mit relativ wenig Planung eben angefangen wurde aufzuschütten, man dann aber relativ schnell merkte, dass eigentlich die Kapazität nicht ausreichen würde, deshalb wurde nochmal ein Aushub gemacht, und dann wurde eben tatsächlich mit Planung und Idee diese Schüttung hier gemacht. Was wir hier sehen, ist auch eine Reaktion darauf, dass man eben merkte, also man musste den Sandflug, also musste man vermeiden, und man schüttete zunächst in einem Versuch Wasser und Altöl auf den Berg, und dann wurde man eben irgendwann entschied man sich dazu, dass es vielleicht besser wäre, tatsächlich hier Lehm und Mutterboden aufzuschütten und dann eben am Ende eine Aufforstung vorzunehmen. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen diese Bilder auch kennen aus Berlin. Das ist eben, man sieht die Field Station Berlin hier hinter, aber man sieht eben auch, dass dieser Berg, der dann am Ende 115 Meter hoch war und der irgendwann 1972 fertig aufgeschüttet war, mit insgesamt 26 Millionen Kubikmetern, das habe ich mir noch gemerkt, wurden da insgesamt verbaut, teilweise auch Müll. Das ist immer ganz spannend, wenn man da oben ist, weil man tatsächlich ja natürlich noch alles Mögliche da immer eine Frage findet. Ja, Sie erwähnten gerade, dass 1952 das dann vollständig 72, genau. Okay. Und war dann zu diesem Zeitpunkt auch sofort die Field Station da? Oh, ja. Da noch nicht. Also wir kommen gleich dazu. Okay. Das hat mich interessiert, ob das gleich mit geplant war. Die gab es schon vorher. Die gab es schon vorher, also die bestehen quasi parallel, und es gibt eben dann irgendwann dieses Plateau. Ich komme gleich darauf zurück vielleicht. Aber es gibt eine Parallelität da. Also, und das sehen wir gleich auch noch an den Jahreszahlen. Also 72 fand die letzte Schüttung statt, die fand dann natürlich gar nicht mehr oben, einfach da kam dann kein, sondern es wurde immer weiter an den Seiten dann aufgeschüttet. Und hier sieht man eben das Wintergebiet, und ich finde dieses Bild natürlich wahnsinnig toll und irgendwie skurril und absurd, wenn man dahinter eben diese Abhörstation hat, die Field Station, aber an dem Hang dann eben, ich glaube, es gab dann am Ende 2 Skihänge, es gab 3 Sprungschanzen, nee, 3 Rodelbahnen, ein Kletterturm. Sascha? Eine Weltmeisterschaft oder irgendeine Austragung eines Skiweltcups. Wer das übrigens vertiefen möchte, inklusive dir herzliche Einladung, Germania-Ausstellung. Da gibt es eine etwas unscheinbare, aber wertvolle Ecke mit Matthias Binners Song zum Teufelsberg, der ein Lied gemacht dazu, seine Jugenderinnerung, da kommt das auch vor. Und noch ein paar Tafeln. Ja, also ich habe da keine Jugenderinnerung dran, ich finde aber dieses Bild natürlich irgendwie ganz spannend, und es gab am Ende noch einen Skilift sogar, der aber wieder abgebaut wurde, hat man mir gesagt, weil er die Abhöraktivitäten also gestört hatte, deshalb, Heute würde man natürlich, hat man weder Skilift noch hätte man Schnee da, aber damals hat das alles noch so funktioniert. Nee, das war doch dieses weiße Zeug, was wir das war das weiße Zeug, was wir früher hatten in Berlin, auch auf 115 Meter hohen Erhebungen. So. Und jetzt gehen wir eigentlich auch schon, kommen wir zu Ihrer Frage gleich, denn es gibt hier eine parallele Entwicklung. Das ist zwar meine dritte Zeitschicht hier, aber die fängt schon früher an, nämlich 72 hört man auf mit der Aufschüttung des Trümmerberges. Aber schon ziemlich schnell, nämlich sogar vor dieser Anlage, begannen die britischen Streitkräfte eben diesen Ort auch militärisch zu nutzen und natürlich ganz überraschend eignete der sich sehr gut, um Flugüberwachung zu machen und dort eben die Aussicht dafür zu nutzen, das Gebiet zu überwachen. Sie wissen alle besser als ich wahrscheinlich, dass natürlich ab den 50er Jahren Berlin die Stadt der Spione war, alle Geheimdienste hier vertreten waren, die Geheimdienste von Streit- und Luftkräften, von allen Westalliierten. Und hier an diesem Ort, der eigentlich erstmal vermeintlich für die Briten vorgesehen worden wäre, begann man aber 1961 über eine gemeinsame Nutzung zu sprechen und einigte sich dann eben darauf, dass man diesen Ort Briten und Amerikaner gemeinsam nutzen konnten. So, und wenn wir jetzt hier auf dieses Foto schauen, das ein Foto ist, das wir gemacht haben auf der Anlage 2010, sieht man auch, dass hier verschiedene Einheiten, sowohl der US-Landstreitkräfte tätig und vor Ort waren. Wir haben hier die National Security Agency vermerkt, wir haben die Royal Air Force und die Einheiten, die hier vermerkt sind, sind halt jeweils die Einheiten, die für die Nachrichtendienste oder die Spionage zuständig waren. Die NSA kennen wir mittlerweile auch alle. All diese waren eben auf der Field Station auch vor Ort und nutzten die eben gemeinsam, um passive und aktive Funkaufklärung zu betreiben, was die Radarschütze ist. Da können wir haben die Spezialisten auch hier, um eben den Feind im Osten abzuhören, und man sagt immer, man konnte 500 Kilometer weit in den Osten hineinhorchen, und es war natürlich so, dass die Field Station eine einzigartige Lage hier einfach vor Ort hatte. Ich weiß gar nicht, ob es diese Tafel noch gibt, vermutlich gibt es sie nicht mehr, was sehr schade ist, weil die war nämlich in der Messe wirklich vor Ort. Ein Foto ohne Graffiti, das kannst du gerne mal austauschen, wenn du möchtest, ohne diese Schreckgespenst. Ja, also ich finde es immer ganz schön, also das ist halt, also gerne auch, aber ich glaube, heute sieht man es nicht mehr, würde ich jetzt mal sagen. Wahrscheinlich ist er unter einem richtigen, vollständigen Graffiti dann verschwunden. Genau, es ist sinnbildlich für das, was wir noch schildern werden. Genau. So, und so sah das zu Betriebszeiten aus. Wahrscheinlich waren viele von Ihnen auch schon mal vor Ort hier oben. Das heißt, Sie kennen diesen Eingangsbereich, der heute ein bisschen anders aussieht als dieses Foto aus Betriebszeiten. Es ist so, dass ungefähr 1200 bis 1500 Bedienstete dort oben vor Ort im 24 Stunden, 7 Tage die Woche in 3 Schichten gearbeitet haben. Wir haben herausgefunden, dass aus diversen Quellen natürlich, dass hier ungefähr 1000 bis 1200 amerikanische Bedienstete gearbeitet haben und ungefähr 200 bis 300 britische. Und wir werden gleich noch sehen, dass die eben in verschiedenen Bereichen der Anlage gearbeitet und untergebracht waren, und das soll auch nochmal eben hervorheben, dass diese Anlage eben auch in dieser gemeinsamen Nutzung einzigartig war. Und dann gibt es immer noch die Geschichte, dass in 16 Jahren Betrieb die Field Station Berlin 5-mal die Travis Trophy gewonnen hat. Sascha Keil. 4? 4-mal. 5? Okay. Ist nicht wichtig, aber 4-mal. 4-mal die Travis Trophy gewonnen hat, die eben womit besondere Anlagen oder Betriebe ausgezeichnet wurden, und das kam, glaube ich, bei keiner anderen Anlage, dass sie 4- oder 5-mal ausgezeichnet wurde. Also bei der Travis Trophy ging es darum, dass für den Verlauf des Kalten Krieges entscheidende Erkenntnisse gewonnen wurden. Und wenn Berichte, besonders zum Beispiel Kuba-Krise oder so, also praktisch Einfluss auf die Weltgeschichte hatten und der Politik wichtige Hilfe waren, dann gab es diese Trophäe für die Einheit, für den Standort. Viermal. So. Genau. Und so hat sich die Field Station Berlin dann eigentlich zur Schließung dargestellt. Die Anlage blieb noch bis 1992 in Betrieb und wurde dann der Oberfinanzdirektion Berlin übergeben, nachdem alle Technik ausgebaut wurde. Aber da kommt eigentlich noch eine zweite Schicht darauf, denn als wir uns diesen Ort angeschaut haben, sah der natürlich nicht mehr so aus, wie er da aussah, sondern er sah dann 2011, das ist ein Foto von uns, eben so aus. Wir bezeichnen das immer als Investorenruine. Es ist so, dass Berlin relativ schnell klar wurde oder die Entscheidung relativ schnell kam, dass dieses Gelände eben verkauft werden sollte. Es gab dann verschiedene Konzepte, die entwickelt wurden. Ich gehe auf die Konzepte ein bisschen später noch kurz ein. Und 1995 wurde das Gelände eben an die Investorengemeinschaft Teufelsberg verkauft. Die Investorengemeinschaft Teufelsberg, die IGTB, ich hoffe, die sitzt nicht über mir und versucht gerade durchzubrechen, hat dieses Gelände gekauft 1995, besitzt es noch bis heute. Und sie wollten damals etwas entwickeln und haben auch diverse Umbauten vorgenommen, aber nichts davon ist wirklich umgesetzt worden. Und es gab ein Vorhaben und Entschließungsplan für dieses Vorhaben, der wurde aber 2005 dann zurückgenommen. Das heißt, eigentlich gibt es jetzt de facto kein Baurecht mehr, also es gibt keine Beplanung. Laut Flächennutzungsplan ist dieses Gelände jetzt wieder Waldgebiet, also man darf da eigentlich nichts bauen. Und deshalb stellte sich das Ganze eben 2011 dann so dar. Wir werden später noch sehen, dass es immer noch ein Zwischenzustand, aber es ist ein Zwischenzustand, in dem wir, also man muss sich das so vorstellen, 2011 war der Zaun relativ intakt drumherum. Das gesamte Gelände wurde bewacht von einem Sicherheitsdienst. Es gab ein paar Künstlerinnen, die hier vor Ort mit uns auch waren. Es gab immer wieder Leute, die eingestiegen sind. Es gab immer wieder Leute, die ich runtergefahren habe mit meinem Auto, weil die in Flipflops irgendwo reingetreten waren und ohne die richtige Ausrüstung unterwegs waren. Manchmal haben wir uns natürlich den Spaß gemacht, wir haben uns ja gesehen mit unseren Lampen, die haben wir dann auch mal ausgemacht, wenn jemand erschreckt. Genau, aber im Grunde waren da in der Zeit nicht viel los. Die größten Beschädigungen, die eigentlich in der Zeit schon vorhanden waren, waren Abrissarbeiten, wie man hier sieht, einer Fassade, die durch die Eigentümer für die Neuplanung gemacht wurden. Und so hat sich das eben uns dargestellt. Ich würde ganz gerne, um auch nochmal zu zeigen, was wir da überhaupt getrieben haben und auch um vielleicht so ein bisschen mehr Verständnis für die Anlage auch hervorzurufen, auf die verschiedenen Bauphasen der eigentlichen Field Station eingehen. Das ist natürlich das, was wir als Denkmalpflegerinnen auch gemacht haben. Ich hoffe, dass, aber es hilft eben auch, um ja, diese Entwicklungsgeschichte und damit auch so ein bisschen die Entwicklungsgeschichte eigentlich des Kalten Krieges in Berlin, wenn man das vergrößern will, zu verstehen. Wir haben hier nämlich eine Anlage, die über die Jahre gewachsen ist. Wir haben ja gerade schon mal ein kleines Bild gesehen mit den ersten kleinen Anlagen. Und wir haben hier im Grunde eine kontinuierliche Erweiterung der Gesamtanlage seit 1961 und wir teilen das Gesamte in 3 große Bauphasen ein, die ich Ihnen jetzt gleich einmal zeigen möchte. Wir fangen an mit Bauphase 1a, 1961 bis 1963, wo wir im Grunde ja, temporäre Bauten haben. Wir haben hier kleine Baracken, wir haben hier Lastwagen, die zusammengeschlossen sind. Und das sind eben die ersten kleinen Fazilitäten, wo die ersten Abhörtätigkeiten dann beginnen. So sieht das auf einem Foto aus und Sie sehen auch, glaube ich, schon gleich, dass das nicht für die Ewigkeit gedacht war. Und man beginnt dann relativ schnell eben auch mit steigender Abhör- und Spionagetätigkeit diese Anlage zu erweitern. Erweitert diese dann 1963 um diesen aufblasbaren, diesen Turm mit aufblasbarer Kuppel und den seitlich anhängenden Baracken, die dort gebaut wurden, hat aber gleichzeitig immer noch die alte Anlage in Betrieb und baut dann immer so kontinuierlich weiter, hat dann 63 bis 69 die Anlage erweitert um die ersten Gebäude, die auch heute noch zu sehen sind. Sie sehen hier, es gibt dieses massive Gebäude hier mit 3 Stockwerken, was in verschiedenen Plänen als Informationszentrale beschrieben wird. Und wir haben den hier, den sogenannten Arctic Tower, der heutzutage auch noch Teil der Anlage ist. Katharina, ja. Musst du ganz kurz erläutern, wer der Bauherr war? Weil ich finde, das ist ziemlich spannend. Wir sind hier im britischen Sektor. Ach so, genau. Wer war der Bauherr dieser ersten Anlage? Die Amerikaner. Wir sind hier, also die Briten haben mit den Amerikanern vereinbart, dass es eine gemeinsame Nutzung gibt. Aber es ist so, dass die Amerikaner die Oberhoheit und die Bauherrschaft über das Ganze haben. Also man könnte vielleicht sagen, dass die das technische Potenzial dieser Topografie früher erkannt haben, wenn die Briten noch am Hang jagen, sie macht sich, haben die Amerikaner sich schon oben drauf gesetzt. Ne? Das erklärt auch, ich habe da meine Kindheit fast jede Woche verbracht. Ich bin damals zum Rodeln hingefahren und immer, wenn ich da unten war, bin ich auch Panzer mitgegangen. Das waren immer Amerikaner. Ich habe da nie einen Engländer gesehen, einen Panzer oder so. Wir wussten, dass wir eigentlich nicht mit Uniform rum, also wir haben das als Kinder gesagt bekommen, weil wir sonst vielleicht eingesperrt werden dürfen, wenn wir Abzeichen gehabt hätten. Ich war so 16 Jahre alt. Aber die haben uns tatsächlich auch ihre Versorgung zugeschmissen und so weiter. Die haben das spaßig gesehen, wir hatten richtig Angst davor. Wollte ich nur mal so einwenden. Also sie sind da ständig mit dem Panzer rum, obwohl ja auch der Panzer dann auch Lärm macht. Die haben ihre Übungen da trotzdem gemacht, ne? Außenrum eingesessen. Ja, das kam ja vorhin auch, als Sie die Mitarbeiterzahl erwähnt haben. Ja. So kam mir das auch bei denen, sondern das haben die sich gleich einverleibt. Gut 1000 Amerikaner und 1000 bis 1200 Amerikaner. Und genau. Das sieht man, also das, danke, dass du darauf hingewiesen hast, man sieht es auch so ein bisschen, also die Zahl wird auch deutlicher, wenn man sich gleich anguckt, wem welche Gebäude zugeschrieben sind. Das sieht man hier zum ersten Mal, wird es vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher. Wir befinden uns jetzt in der zweiten Bauphase und hier wurde das sogenannte Project Filmen ausgeführt. Das ist eine, zum ersten Mal eine sehr große Bautätigkeit und zum ersten Mal werden eben hier sehr große Gebäude gebaut und auch massive, die bis zum heutigen Tag stehen. Und wir haben hier einmal das vielleicht prägnanteste Gebäude, nämlich das amerikanische Betriebsgebäude mit den beiden kleinen Radom und dem Radomturm. Wir haben hier als Ergänzung das britische Betriebsgebäude und man sieht hier schon den Unterschied zwischen der Abhör- oder der Antennentechnik, denn was Sie hier sehen, sind diese kleinen Stabantennen, die eben von den Briten, die ausschließlich in diesem Gebäude tätig waren, benutzt wurden und eben im amerikanischen Betriebsgebäude haben Sie diese Radomkuppeln, die dort eben die Abhörtechnik erst einmal verstecken. So, was Sie auch sehen, ist, dass weiterhin dieser aufblasbare Turm in der Mitte weiter besteht. Das heißt, der gesamte Betrieb geht die ganze Zeit weiter und man erweitert aber kontinuierlich eben die Infrastruktur oder die Gebäude drumherum. Auch interessant, wir haben jetzt hier die Messe, die auch noch nicht im Endausbauzustand ist und wir haben hier zwei kleine, nicht ganz so kleine, aber Nebengebäude, nämlich eine Transformatorenstation, so ist es richtig, und eine Heizstation. Und so sieht das fotografisch damals aus. Sie sehen hier die großen neuen Gebäude. Ich muss eigentlich immer hier machen. Ne? Sie sehen hier die großen neuen Gebäude. Ich mache das parallel im Rohbau. Sie sehen auch ganz gut natürlich die Konstruktion. Sie sehen die Fundamente aus Beton und Sie sehen dann die Stahlgerüste, aus denen das Gesamte dann konstruiert wurde. Und ich habe ganz schön viele Schneebilder. Ich glaube, ich sehne mich nach Schnee im Winter. Aber es ist natürlich mal ganz schön, weil da nicht so viele Bäume da sind. Also zur Dokumentation ist der Winter immer besser natürlich. Als nächstes wurden dann, und auch das ist ganz spannend, eben um zu verstehen, wie diese Anlage funktioniert, wurden die Verbindungsgänge ergänzt, denn man wollte natürlich nicht gesehen werden, wie man mit womöglich geheimen Unterlagen oder auch einfach nur so gesehen werden. Das heißt, wurden diese Verbindungsgänge angelegt zwischen den Betriebsgebäuden und deshalb zeigt es auch so nochmal, wenn man sich ja denken könnte oder wenn man dort oben dieses Konstrukt, das so ein bisschen krakenhaft aussieht, sieht, dann fragt man sich wahrscheinlich, warum hat man denn da keine geraden Gänge gebaut. Das ist aber einfach so, weil man weiterhin die ursprüngliche Anlage in Betrieb hatte und darum herum dann eben diese Nebengänge anlegte. So. Das Gebäude im Inneren wird dann letztendlich abgerissen. Es kommt ein weiterer Turm, nämlich der Jambalaya Tower, dazu und wir haben dann auch noch am Ende die Ergänzung um die 120 Meter hohe Antenne, die man hier natürlich dann auch ganz schön sehen kann. So. Und so sieht das Gesamte dann ausnahmsweise ohne Schnee fotografisch festgehalten aus. Also Sie sehen hier die Anlage noch nicht im Endausbau, aber schon fast. Es fehlen noch ein paar Teile. Und Sie sehen auch, was diese Gebäude eben so markant macht. Sie haben keine Fenster, sie sind eben verkleidet mit diesen blauen Platten. Und das ist ein Spezifikum, was den auch heute noch im Grunde beschreibt und beeinflusst. Fast am Ende der Aufbauphase kommt bei der Messe hier, die tatsächlich gemeinsam von Amerikanern und Briten genutzt wird, noch ein Anbau hinzu. Das ist das Gebäude, was sich hier befindet, sich der Eingangsbereich als erstes immer den Besucherinnen präsentiert und das einzige Gebäude ist auch mit Fenstern. Sie haben ja schon in den Fotos gesehen, all diese Gebäude haben keine Fenster, bis auf eben die Messe. Es finden weitere Erweiterungen statt um eine weitere Transformatorenstation und als letzte große Erweiterung sehen wir dann hier das neue Betriebsgebäude Teufelsberg 2, was eben von 1982 bis 1983 noch ergänzt wurde, das eben auch von den Amerikanern genutzt wurde. Das heißt, wir haben jetzt hier ein amerikanisches Betriebsgebäude, zwei amerikanische Betriebsgebäude und hier das britische Betriebsgebäude. Es ist eben so, dass hier, man kann da heutzutage leider nicht mehr durch, aber es gibt hier eben nochmal eine Schleuse, wo die Briten dann eben quasi nochmal in ihren Bereich reingehen und wie gesagt wurde die Messe als einziges dann auch eigentliches Gebäude gemeinsam genutzt. Auch hier nochmal ein Foto aus dem Bau dieses Teufelsberg 2 Gebäudes. Man sieht hier eben das Fundament. Man sieht hier vielleicht auch ganz schön, dass es keine Verbindungsgänge nach unten gibt erstmal, sondern ein ganz normales Fundament aus Beton. So. Das ist schon fast der Endausbau. Es gibt kleinere Anbauten, unter anderem gibt es hier ein kleines Casino, das angebaut wird, was auch nochmal als einziges Fenster hat. allerdings in den Innenhof. So. Und das hier ist dann tatsächlich die Endausbaustufe des Gebäudes oder des Geländes der Field Station Berlin. Hier wurde der alte sogenannte Jambalaya Tower abgerissen und durch einen neuen ersetzt. Es wurde nochmal ein Aufgang hier ergänzt. Es gab mehrere kleine Umbauten. Es wurde mehr Klimatechnik eingebaut. Darauf möchte ich jetzt gar nicht so genau eingehen. Aber das ist eben das, was am Ende 1992 als letztes so in Betrieb war. Und dann gibt es noch eine Bauphase, jetzt sehen Sie das, was nach Abzug der Amerikaner und Briten passiert ist. Es ist so, dass durch die Investorengemeinschaft IGTB einige Umbauten vorgenommen wurden, aber auch durch die deutsche Flugsicherung. Am markantesten ist sicherlich der Abriss der, ich gehe noch einmal zurück, der Nebengebäude, die sich hier befanden, und auch das Treppenhaus mit Lüftungsanlage hier beim Betriebsgebäude Teufelsberg 2. Diese wurden abgerissen, um Platz zu schaffen für die Planung der IGTB, also von Gruhl & Partner, für die Neunutzung. Es wurde unter anderem die Fassade hier abgerissen. Die Radomkuppel wurde allerdings schon abgerissen, ein wenig vorher. Hier war die deutsche Flugsicherung seit 1996 bis 1999 Mieter. Die wollten eigentlich mal den gesamten Turm bespielen, waren dann aber nur ansässig tatsächlich in dem oberen Bereich. Und für deren Radaranlage störte die eigentliche Kuppel, die da drauf wurde, und die wurde dann abgebaut. Sascha. Im Chat fragt der Vereinskollege Stefan hier gerade, ob du nochmal zurück machen kannst. Klar. Ich glaube, unten links war eine Antenne zu sehen. Unten links? Stefan, wenn du die 120 Meter meinst, ja, sehr diese? Scharfsinnig. Diese? Ja, genau. Ja. Genau. Meinst du die, Stefan? Die war 120 Meter hoch. Ja. Schreib mal. Genau. Die wurde tatsächlich auch abgerissen, die wurde, muss ich kurz selber überlegen, 1995 abgerissen, also die große wurde 95 abgerissen, genau, ich gucke nochmal drauf, ja, das müsste hinkommen. Wegen Stabilitätsproblemen. So. Und die Kuppel wurde durch die, auf dem Radomturm wurde durch die deutsche Flugsicherung abgerissen, weil sie eben die Radartechnik der deutschen Flugsicherung gestört hat. Und die Fundamente, die hier, ich mache es mal für den Chat, die hier zu sehen sind. Stefan bittet noch zwei zurück. Also noch zwei zurück. Noch weiter zurück. Noch eine? Ja. Ach, die kleine links unten weiter. Ich glaube, ich weiß, wer wir meinen. Den. Dieses, ich weiß nicht, was das ist. Das ist der Jambalaya Tower. Das ist der. Der Jambalaya. Der zweite oder der erste? Das ist der erste. Der zweite kommt jetzt. Das ist der da jetzt steht. Achtet mal auf diesen Nuppi oben drauf. Ich nenne den mal so und heute. Ich behaupte mal, inklusive mir, es ist vielen entgangen, dass die heute gerade Radomkuppel nicht die von damals ist. Man schaut da schnell drüber weg. Die ist nämlich errichtet worden von... Die ist errichtet worden, nachdem die deutsche Flugsicherung ausgezogen war, um den ursprünglichen Eindruck wiederherzustellen, um zukünftige Investoren eben den Eindruck dieser ehemaligen Abhörstation besser vermitteln zu können. Und das sind im Gegensatz zu der Kuppel, die da jetzt zu sehen ist, sind es halt keine Textilfragmente, sondern es sind Glasfasersegmente, die da gebaut wurden. Deshalb wird die nochmal ganz anders, die hat auch keinen kleinen Nupsi mehr oben und die wurde halt da wieder draufgesetzt, um ja, den ursprünglichen Eindruck wieder herzustellen. Ja, jetzt schreibt Stefan, er meint ein Luftbild, das könnte er meinen. Okay, Stefan, so, das hier. Okay, ja, ja. Was denn für eine Antenne? Ich weiß nicht, das ist ein Baukran. Das ist ein Baukran, Stefan. Der ist Ingenieur, insofern ist das verständlich. Unten links dieses komische schalenförmige Teil. Schalenförmig, ganz unten links. Ach, das jetzt. Was denn? Das hier? Ja, das sieht so ein bisschen daraus gelassen. Das sieht aus wie so ein Hohlspiegel. Ja. Die erste Generation von Horchgeräten am Atlantik zum Beispiel. Ne? Sowas. Aber ich glaube, das ist eine optische Täuschung, oder? Also das können zwei Schüsseln sein. Das kann gut sein, das haben wir nicht nie wirklich als Baum. Also ich meine, wir haben ja noch diverseste. Ne? Das sieht schon auch ein bisschen, andere. Kannst du recht haben, Stefan. Ja. Ich habe im Moment nicht klar. Vielleicht lagen die da, weil sie im Weg waren, weil der Weg war ab. Ja, das kann tatsächlich sein. Ja, wo soll denn sonst sein? Also so vom Durchmesser könnten die in die großen Radome reingepasst haben. Da hatten wir ja 4 und ich glaube 10 Meter, ne? Naja, aber ob die da, also wenn die da unten sind und dann wieder hochkommen, ist eher mit der Geheimhaltung nicht zu machen. Also vielleicht ist das die auf da drauf sollte. Und mir hat mal jemand erzählt von der Wartung dieser Radome, dass immer nur 2 Felder maximal von diesen Kuppeln ausgetauscht werden durften, damit man die Ausrichtung der Schüssel und die Technik drin nicht aufklären kann. Wenn du dich nämlich ins Gebüsch an den Hang legst, kannst du fotografieren oder was auch immer. Und die haben also sehr, sehr strenge Vorschriften gehabt. Ist Stefan damit zufrieden? Stimmte das, dass die Investoren danach vorhatten, zuerst hatte ich mal gehört, Hotel und ein Casino, stimmt das oder war das nur ein Gerücht? Nee, das stimmt schon. Okay. Da kommen wir auch gleich noch zu. Weil ich dann auch eine Zeichnung nochmal oder das Modell der Planung der Investoren zeige ich. Wollte nur nochmal ganz kurz eben, ganz am Ende nochmal das Gelände zeigen, so wie es sich dann eben dargestellt hat. Also einmal grafisch, so wie wir das aufgearbeitet haben in 3D. Das sind übrigens auch alles unsere Darstellungen. Und dann eben nochmal fotografisch. Das ist auch nochmal quasi der Ausbauzustand ganz am Ende und nur um auch einmal zu zeigen, was wir da eigentlich 3 Monate lang gemacht haben. Also wir haben von jedes Geschoss ist durchgezeichnet worden, wir haben Schnitte angelegt. Was hier ganz interessant ist, glaube ich, dass man hier auch ganz schön sieht, diese enorm hoch abgehängten Decken und die aufgeständerten Böden, wo man halt sich auch nochmal vorstellen muss, was da für Technik durchlief. Das sieht man halt auch nicht mehr natürlich oder zum großen Teil nicht mehr, aber das hängt natürlich auch oder es gibt einen Eindruck davon, wie viel Technik, Computer und immer wachsend dann einfach da rumstanden. So. Genau. So, und wenn wir jetzt nochmal ganz kurz einen Blick wagen in die einzelnen Gebäude, so wie wir sie damals vorgefunden haben, ist es einmal eben das britische Betriebsgebäude, was wir hier sehen. Was wir auch versucht haben, ist immer eine Zuordnung zu machen mit vielleicht Funktionen. Also wir haben uns das natürlich gut überlegt. Das sind teilweise Reaktionen eben auf Archivmaterial, alte Fotos, alte Beschreibungen in alten Plänen und haben hier halt immer versucht, dann nochmal mit den Farben, worauf ich jetzt nicht so genau eingehen möchte, aber diese Orangenen sind halt von uns immer als Sonderräume bezeichnet worden bei den britischen Betriebsgebäuden. Und hier sieht man, was ganz spannend ist, dass diese Räume eben zum Teil mit Kupfer ausgekleidet waren. Kupfer, der natürlich ganz schnell weg war, genauso wie alle Kupferkabel, die da oben mal waren. Die natürlich darauf hinweisen, dass da irgendwas Besonderes stattgefunden hat. Ich glaube, wir haben uns mal drüber unterhalten, wir haben immer gedacht, da wird irgendwie verschlüsselt drin oder da wird irgendwas gesprochen, was nicht gehört werden darf. Du hast es irgendwie umgekehrt gesehen. Wir hatten unterschiedliche Erklärungen. Genau. Du hattest, glaube ich, Abschirmung. Genau. Habe ich auch, aber von der anderen Seite. Ja. Und wir haben ja schon ZDF, gefährliche Signale damals, eine vergleichende Dokumentation. Teufelsberg als Abhörstation und das Gegenstück DDR-Innenministerium. Und bei dieser Produktion hatten wir mit dem stellvertretenden Field Station Kommandanten einen Rundgang. Der hat gehört von den Briten, weil es war im britischen Bereich mit dem Kupferraum. Die Amerikaner, da gab es das nicht, nach meiner Erinnerung. Nee. Die haben gesagt, dass in dem Raum Geräte geeicht wurden, damit eben keine Störfrequenzen nichts davon ablenken. und die wollten einfach alles sauber, genau eingestellt haben auf gewisse Frequenzen und das ging in diesem Raum, weil der abgeschirmt war. Aber ich sage mal so, Physik funktioniert in beide Richtungen und immer, also kann das für beide Zwecke auch gedient haben. So. Im Teufelsberg 2, also jetzt im amerikanischen Gebäude, auch hier gab es vor allem Büroräume und Lagerräume, so wie wir vermuten. So ist das der Zustand, wie er sich uns damals dargestellt hat. Also 2011, damals vor 10 Jahren, wo man noch ganz gut erkennen kann, tatsächlich den aufgeschnittenen Boden, die wahnsinnig hoch abgehängten Decken, ja, so ein bisschen natürlich auch Verkleidung, aber eigentlich konnte man noch ganz gut ablesen, was da passierte oder sich eine Vorstellung davon machen. Anders sieht es schon wieder aus ein bisschen beim amerikanischen Betriebsgebäude, also dem ursprünglichen, nämlich dem Radomgebäude, wir haben ja schon gesehen. Es wurde dort im Zuge der Umbauten der Investorengemeinschaft Teufelsberg im Grunde alles rausgerissen, bis auf den Rohbau. Die Fassaden wurden abgerissen und es blieb eigentlich nur noch der Beton übrig. Und was man hier sieht, ist eine Musterwohnung, die eingebaut wurde von den Investoren. Die Musterwohnung, die man hier sieht, um potenziellen Wohnungssuchenden eine Vorstellung davon zu geben, wie man denn auf dem Teufelsberg wohnen könnte. Und die Messe als letztes Gebäude, hier aß man gemeinsam, Briten und Amerikaner, hier mit dem Küchenbereich und der Ausgabe und hier mit dem eigentlichen Essensbereich. Und was auch ganz spannend war, dass sich hier die Büros der Leitung der Field Station befanden und die Büros der NSA direkt nebeneinander. So sah das aus, als wir da waren. Das sieht heutzutage auch ganz anders aus. Man sieht hier aber auch so ein bisschen, als wir da waren, haben die Künstlerinnen, die da waren, gerade versucht, Fenster zu bauen, weil die Fenster hier alle raus waren. Das war dann zeitweise auch so. Heute sind diese Fenster auch... Also sind wieder die Plexiglas. Genau, sind die eigentlichen Fenster auch nicht da, aber es ist mit Plexiglas ausgefasst. So. Und jetzt komme ich gleich auch auf die Konzepte und was die Investoren da eigentlich vorhatten. Man sieht hier das Bauschild, auch ein Foto aus 2011 vom Ressort Teufelsberg Berlin. Investorengemeinschaft Teufelsberg steht da eigentlich. Gruhl & Partner Architekten sind die beiden Architekten aus Köln. Attraktive Eigentumswohnungen gab es da 110 bis 250 Quadratmeter. Fertigstellung Herbst 2002. Nichts davon ist passiert. Und bevor Gruhl & Partner kamen, gab es zunächst in 1994 einen Vorentwurf, eben auch um potenzielle Investoren anzulocken. Das ist ein Konzept von Halfmann und Leudel, was ganz klar 90er schreit, wenn man Architektin ist, dass man sieht hier einen Super-Sign als Eingangsbereich, man sieht hier teilweise wurden Gebäude umgenutzt, das Radomgebäude steht weiterhin, die Antenne steht weiterhin, sonst wurde viel abgerissen und das sollte auch eine klassische Mischnutzung sein, mit Hotel, mit Wohnen, mit Gastronomie, mit allem, was man sich so vorstellen konnte, mit wissenschaftlichen Einrichtungen. Und das war eben der erste Vorentwurf. Das zeigt nochmal das, was wir gerade gesehen haben. Das sind nämlich die Bauzeichnungen der Architekten, die die neue Kuppel aus Glasfasersegmenten auf den Radomton gesetzt haben. Und das ist ein Umbau, der eben tatsächlich vorgenommen wurde für die DFS. Und das ist vielleicht das Spannendste, das ist nämlich das Modell von Gruhl & Partner oder von der Investorengemeinschaft, die hier diese Planung umsetzen wollten. Man sieht vorhanden weiterhin das Messegebäude, hier den Arctic Tower, den nicht mehr Jambalaya Tower, aber den anderen kleinen Tower und das amerikanische Betriebsgebäude. Alles andere hätte abgerissen werden sollen. Und man wollte hier Wohnen, Gastronomie, Hotel, sollte ein Erholungsbereich geschaffen wurde. Also alles, was man sich so vorstellen konnte, sollte da passieren. Und eben hatte ich ja schon die Musterwohnung gezeigt. Es sollte hier eben vor allem gewohnt werden, mit dem wunderschönen Ausblick, natürlich im besten Fall aufs Olympiastadion und den Courbevoie-Bau. Hier oben sollte in der Planung von Gruhl & Partner weiterhin die deutsche Flugsicherung erstmal sein. In die unteren Kuppeln wollte man Wohnlofts einbauen und man wollte natürlich auch hier in diese Bereiche, diese kleinen eingeschobenen Wohnungen bauen. Was man heute sieht, die Fundamente, die wir ja schon vorhin einmal gesehen haben, ist das hier vom Parkhaus und hier vom Hotel ein Fundament. Und dafür wurden eben auch schon Teile des T-Bergs 2 Gebäudes abgerissen und die Fassaden und die gesamten Innenausbauten vom großen amerikanischen Radomgebäude. Das ist aber meine Lieblingsplanung. Das ist die Planung der Maharishi-Stiftung. Wir haben hier den Plan für eine Friedensuniversität, sollte hier entstehen, und in der Mitte dieser Friedensuniversität der sogenannte Turm des unbesiegbaren Deutschlands. Ich weiß nicht, ob einer von Ihnen euch gesehen hat, diese wunderbaren, es gibt eine wunderbare Pressekonferenz. Die Maharishi-Stiftung ist David Lynch und die propagieren und fliegen yogisch. Die Idee der Maharishi-Stiftung ist, dass man durch yogisches Fliegen den Weltfrieden herstellen kann. Und denen wurde im Jahr 2007 dieses Gelände von der IGTB übertragen. Es wurde gefeiert mit einer absurden Pressekonferenz, wo David, der Regisseur, den Sie vielleicht kennen, anwesend da war. Und diese Pressekonferenz endete damit, dass man mit einem Fackelzug auf den Teufelsberg zog. Also man Fackelzug, Teufelsberg, Turm der Unbesiegbarkeit. Es war also alles so ein bisschen... Warum sind die eigentlich nicht geflogen? Warum nicht? Das weiß ich nicht. Die hätten natürlich fliegen können, vermute ich, aber sie sind mit Fackeln hochgezogen und haben das unbesiegbare Deutschland skandiert. Das kommt da. Wann war das genau? Ich habe nie davon gehört. 2007. Ja. 2007? Ja. Da gibt es, wenn man das so, ich habe das irgendwann, es gibt so YouTube-Aufnahmen davon. Das ist. Ich habe lieber einen deutschen Werbetexter beauftragt und den Slogan nochmal überarbeiten lassen. Ne? Ja, ja. Ja, also vielleicht, es war ein bisschen, es ist schwierig, es sieht ja sehr, sehr idyllisch hier aus. Aber dieser Verkauf wurde nie rechtskräftig. Also das war Blödsinn und deshalb ist das zwar ein ganz lustiges Bild, aber das ist nicht passiert. Ich habe nur einen logischen Dollar bezahlt. Genau, das wurde, also es wurde nie abgewickelt, sondern es passierte dann einfach erstmal wieder nichts, bis wir gekommen sind. Zustand 2011, nochmal ein paar Bilder. Man sieht eben das, was wir gerade auch schon gesehen haben. Es ist viel vandaliert worden, es ist viel rausgerissen worden. Es gab teilweise Brände hier in diesem Casino, was man hier sieht, hat es gebrannt. Es ist aber war immer noch abzulesen, was da eigentlich war und wie das irgendwie, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, wie das funktioniert hat. Und hier eben nochmal der Vergleich auch 2011 von uns. Das linke Foto ist ein Foto eben schon mit der neuen Kuppel, wo, so wie sie sich um 1999, 2000 dargestellt hat. Man sieht hier natürlich, es ist einiges passiert, es gab kleine Graffitis, es wurde die Fassade abgerissen, aber im Grunde ist die Bausubstanz noch vorhanden und man hätte nun damit umgehen können. Und wir haben natürlich in unserer Arbeit, in der Masterarbeit und auch in dem Buch dafür plädiert, dass das ein Denkmal ist. Wir haben immer gesagt, schon von Anfang an, dass es ein einzigartiges historisches Zeugnis des Kalten Krieges ist, haben immer hervorgehoben die 3 Zeitschichten und so hat das Landesdenkmalamt das eigentlich auch 1:1, ich glaube, das ist mehr oder weniger unser Text, übernommen, um den Teufelsberg mit seinen 3 Zeitschichten 2018 als Denkmalbereich einzutragen. Das war für mich, für uns, glaube ich, erstmal ein Moment, wo wir gedacht haben, nun gut, ist ja wunderbar, das bringt Rechten und Pflichten, jetzt passiert vielleicht was damit. Aber so richtig viel ist dann wieder nicht passiert. Also passiert, was in den letzten Jahren für mich, und wir können uns ja gerne noch ein bisschen zu austauschen mit Sascha, Jürgen, wie auch immer ihr alle, Es gab keine großen Umbauten, es wurde nichts zurückgekauft. Es gab aber sehr viele Artikel. Also ich glaube, alle 3 Monate kommt immer ein neuer Teufelsberg-Artikel raus. Wer wieder was gesagt hat, dass Marvin Schütte, der da im Moment, das ist der Sohn des Besitzers, der da im Moment das betreibt. Und man kann im Moment halt Touren machen, man kann dafür bezahlen. Es ist nicht viel zugänglich. Politiker, die sich darüber beschweren, zu Recht, glaube ich, dass das Land Berlin das nicht zurückgekauft hat. Und als letzter Artikel jetzt ganz vor kurzem, 24.09., dass nun Hartmut Gruhl, also der eine von den Architekten, das ist Hartmut Gruhl, Hanfried Schütte, für uns damals war Hartmut Gruhl der Ansprechpartner, der uns da oben reingelassen hat und mit dem wir auch, der auch unsere Pläne bekommen hat. Das war immer ein bisschen der Deal, dass wir gesagt haben, wir stellen das dann auch zur Verfügung, also auch immer mit der Hoffnung verbunden, dass natürlich die Besitzer dann damit was machen. Hanfried Schütte, die andere Seite, die sich halt eben über die Jahre fürchterlich verstritten haben. Und in den letzten Jahren war eben immer Familie Schütte dort oben, hat dort Touren gemacht und den Berg vermietet für Filmaufnahmen, teuer vermietet, glaube ich auch teilweise, für Filmaufnahmen und Sonstiges. Und ansonsten ist da aber lange Zeit nichts passiert. Jetzt ist Hartmut Gruhl wieder aktiver geworden anscheinend und hat jetzt in dem letzten Artikel, wenn man das liest, kann man nachlesen, dass er nun gerne das Denkmal erhalten möchte, eine museale Nutzung irgendwie reinbringen möchte. Ich bin mittlerweile so ein bisschen vorsichtig geworden. Ja, so. Was aber passiert ist, und das muss ich jetzt auch noch, wir sind dann auch am Schluss meines Vortrags und können uns dann gerne ein bisschen austauschen. Sascha und ich waren vor 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen, sowas in der Art, für Filmaufnahmen oben auf dem Berg, und ich war seit Jahren nicht mehr oben. Ich glaube, Sascha war auch seit Jahren nicht mehr oben. Ja. Und heutzutage stellt sich das nochmal ganz anders dar, als sich uns das dargestellt hat. Man sieht hier natürlich, die Farben tun auch so ein bisschen, die Farben der Fotos tun ein bisschen was dazu bei, aber es ist im Grunde eine Kulisse geworden, ein Eventort für, es gibt ganz viele Graffitis, es gibt Events oder es gibt Liegewiesen, es gibt Liegestühle, man kann da jetzt in ganz kleinen Teilen, kann man da rein, eigentlich sind fast alle Gebäude zu. Echt? Ja, nur in das große, offiziell, nur in das große, also wenn man da auf Tour, wenn man Eintritt zahlt, Radomgebäude kann man reingehen und sonst bewegt man sich im Außenraum, und es wurde halt mit guten Absichten vermutlich, aber also es wurde viel gesichert. Man sieht hier ja so eingebaute Gitter und Absperrungen, aber es wurde auch einfach nochmal viel zerstört und kaputt gemacht. Als wir oben waren, war das Erste, was uns auffiel. Wir sind reingekommen, es gibt diesen, hier sieht man es jetzt nicht, hier sieht man es. So, es gibt diesen Eingangsbereich, der quasi als Verteiler funktioniert, wo so ein Glaskasten drin stand mit Sicherheitspersonal. Und, ja. Hast du da ein Foto? Ja, Moment. Ich weiß nicht, ob ich von dem... Also das war eine Wach- und Empfangsschleuse, würde ich es mal bezeichnen, mit Panzerglas und so. Vorne gab es ja ein Tor, das eine, genau. Und dann gab es diese Hauptschleuse. Mir schießt sich nicht, warum man das Ding weggehauen hat. Es hat niemanden gestört. Das muss eine Höllenarbeit gewesen sein. Überhaupt dieses Areal, ich muss mal fast positiv sagen, ein Ziel wurde erreicht, nämlich die Verkehrssicherung. Was Jahrzehnte mich gewundert hat, wie man so ein Gelände so unfallträchtig der Öffentlichkeit in gewissem Maße überlassen kann, dass da nicht mehr Tote, Verletzte gibt, das ist ein Wunder. Jetzt hat man die Verkehrssicherung, damit aber in einer enormen Arbeit jede Spur dieses Geschichtsortes ausgelöscht. Mit einer Effizienz, wie ich sie noch nie gesehen habe. Respekt dafür. Ne? Also wir sind ja in Berlin und überhaupt in Deutschland, auf das Land können wir ja mal schimpfen, sind wir ja wirklich Meister darin, Chancen zu verpassen. ich sage mal etwas überspitzt, wenn jetzt Hartmut Kuhl seine Pläne umsetzt, was wir sehr begrüßen würden, denke ich, daraus endlich einen Geschichtsort zu machen, dann hat er nicht nur das 100-fache an Investment, was er vor 10 Jahren noch nicht hätte, sondern auch die Arbeit und viele Gegenstände, technische Einrichtungen, Ensembles in dem Zusammenhang sind verloren. Die kannst du, glaube ich, mit dem 3D-Drucker auch nicht wieder herstellen. Also da ist wirksam, ich kann es nicht anders sagen. Also wir hätten da, glaube ich, alle eine Wutrede auf der Zunge. Ich mache mal nicht weiter, aber es war wirklich erschütternd für mich, das zu sehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und Leinwand, es sind hochwertige Graffitis, um nochmal was Positives zu sagen. Es sind sehr hochwertige Graffitis. Aber eine Leinwand dafür hätte man auch woanders in der Stadt finden können. An jeder Turnhalle kannst du das machen. Aber musste es dieser Hotspot, diese Landmarke des Kalten Krieges sein, mit seinen G-Schichten bis nach unten? Ich sage nein. Ich sage auch nein. Und es ist wirklich, ja, es tut so ein bisschen weh, weil es vielleicht auch mit guten Vorsätzen und vielleicht auch gar nicht mit dem Bewusstsein dafür, dass man eben, also ja erstmal man will da aufräumen, aber es ist einfach vieles weiter zerstört worden, es ist vieles weggeräumt worden, es hätte halt einfach fachmännisch behandelt und aufgearbeitet werden müssen, wobei ich nicht meine, dass alles in situ so erhalten werden muss und dass wir da einen Glaskasten drum ziehen müssen, das nun nicht. Aber Laufpause vorgelegt. Genau, genau, man hätte sich halt, also unsere Intention war immer zu sagen, das muss natürlich, also natürlich muss so ein Ort irgendwie nutzbar sein, natürlich müssen da Umbauten irgendwie gemacht werden, aber wir haben immer dafür plädiert, dass das halt ein Geschichtsort wird, wo man dann eben die Geschichte des Ortes ablesen kann. Und das ist, habe ich versucht jetzt in meinem Vortrag auch so ein bisschen darzustellen, das ist wirklich möglich. Also man hat diese gewachsene Struktur und das ist in quasi dieses Gebäude zeigt, wie eben der Kalte Krieg, also wie diese Bedeutung, wie das immer größer wurde und das lässt sich halt 1a aus dieser Anlage ablesen. Man hätte auch ablesen können, wie hier irgendwie der gesamte Abhörprozess, also von oben nach unten. Natürlich war da jetzt auch nicht mehr die Technik drin, aber zeig doch bitte nochmal den Bildvergleich, 99, 2011. Ja. Genau das. Ja. Wir kennen den Zustand, Jürgen, wir kennen auch den noch und auch da hätte man noch was retten können. Ja, jetzt nicht mehr. Nachdem ich das gesehen habe, das ist... also, der Pütschel ist da auch schon weg, ne? Ja, aber ja, das ist Kleinkram. Also, dass du die Funktion der Räume noch sehen konntest, das war zum Beispiel wichtig. Ja. Ja, der große Auswerterraum, die Shadowwatch und solche Sachen, die ganzen Zusammenhänge, die Antennenhalterungen, das hätte man noch retten können, auch da noch, selbst in dem Zustand. Aber jetzt, nachdem ich das 2022 nochmal 10 Jahre weiter, boah, also da reicht das meine Fantasie nicht. Ja, das wird doch einer in den nächsten 10 Jahren nicht investieren bei den Bauchweiten und Handwerksflächen. Ja. Mit 10 Jahren kann man es dann abreißen wahrscheinlich. Ja. Also was passieren kann und in dem Artikel ja angedeutet wird, ist, dass der Hartmut Gruhl die Anteile in der Gesellschaft übernimmt. Wenn er das macht, wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist so spät, ich muss euch ehrlich sagen, also ich glaube nicht mehr dran. Und wir sehen immer wieder das Gleiche, was hier passiert. Es ist Checkpoint Charlie, der Umgang mit der Mauer allgemein. Es wird gewartet, bis das 100-fache kostet, bis es 10-mal so lang dauert oder alles zerstört ist. Ne? Und dann wird für einen Haufen Geld versucht. Das finde ich das Tragische, dass Berlin immer wieder quasi diese Chancen verpasst, Sachen verramscht, verkauft. Ich weiß gar nicht, was damals der Preis war. Und das auch noch, wo wir der Beweis sind, mit diesem Verein unter anderem und anderen Institutionen, dass Tourismus ein Wirtschaftsfaktor an sich ist. Also das ist noch unverständlicher. Das ist ein Auftrag. Da darf ich auch mal kurz dazwischen. Ja. Ja. Ich will nochmal kurz zurück in die Alliiertenzeit. Das war ja damals ein sehr sensibles Objekt gewesen. Und Sie haben gesagt, im Vollbetrieb hatte ungefähr eine Mannschaft von 1000 Mann. Also da muss ja viel Truppenbewegung gewesen sein. Haben Sie dann auch Schlafplätze da oben festgestellt oder sind die tatsächlich alle am Tage hochgekarrt worden? Sie sind dann wieder runtergekommen. Das macht ja ein Objekt auch sehr publik. Also ja, die wurden immer hoch und runter gekarrt. So, da gab es nichts, keine Wohnbereiche, kein irgendwas. Die kamen aus, mir ist gerade der McNair Barracks. Genau. Und ja, also ich meine, ich bin nicht Zeitzeugin, aber also so wie ich das immer verstanden habe, war das, dass alle ja immer wussten, dass da immer, dass da was passiert. Also da, dass da Betrieb war, dass es, es war gut zu sehen. Unsere größte, eine der größten Quellen war natürlich das, was die Stasi selber dann da oben auch gegenspioniert hat. Also da war natürlich ganz viel Bewegung drin und ich glaube, so jeder hatte so ein bisschen seine Geschichte dazu. Also es war so ganz geheim. War der Ort. Ja, das spielt schon auf die Details an. Genau. Also dass da eine Aufklärungseinrichtung ist, müssen wir wissen. Aber wie sie es genau machen und was die leisten kann. Ja. Das war eine intakte Straße, die nach oben fuhr, denn die habe ich immer als Jugendlicher mit anderen sind wir mit Skateboard auch runtergefahren und unten war eine Schranke. Also wir wurden ständig aufgehalten, da runterzufahren, weil ständig sind Autos hoch und runter gefahren. Ja. Ja, und den kleinen Diebel haben ja nichts gemacht. Ich bin übrigens vor 3 Jahren, 2019 mit einer Drohne rübergeflogen und hatte den Eindruck von den Bildern, die ich von der Drohne gesehen habe, dass das wie autonom besetzt war. So sah es für mich aus. Aber jetzt sehe ich ja, dass das nur Graffitis waren und so weiter. Naja, weil ich habe auch Paletten gesehen, da sehe ich sie gerade. Ja. Und für mich sah das aus, als wenn da oben neben stattfindet, wie besetzt. Von der Drohne aus her, ja. Von der Drohne. Das gibt es hier nicht viel. Also es hat ein bisschen was Anarchisches immer noch. Also was man sagen muss, es wurde wirklich, wirklich in den letzten Jahren, seitdem ich oder wir da oben waren, wirklich richtig aufgeräumt. Also auch das ist natürlich wieder so ein bisschen problematisch, weil da waren ja wirklich teilweise auch so Schuttausschüttungen und so. Auch da, wenn man das einfach weg hat. Bestimmt alles nach Arbeitsstättenrichtlinie und so weiter. Ja, Arbeitsstättenrichtlinie, aber ich meine auch eine Untersuchung, also ich meine, man muss nicht jeden kleinen Stein untersuchen, aber ich meine auch die Dinge, die da irgendwie rumfliegen, so, weil es ist ja Trümmerberg, könnten von Interesse sein. Das hier Territorium US-Recht war, ne? Also die Materialien, das Baurecht galt nicht von Deutschland, sondern die haben Material- und Baurecht US gemacht und britisches. Das war jetzt kein Hoheitsgebiet mit Botschaft, aber das wissen wir aus Dokumenten, du hast ja viel geboren damals, wir wissen, dass die Spannungsversorgung getrennt war und so weiter. Die haben wirklich ihr Baurecht da umgesetzt und das war nicht immer so schützend für den Arbeitnehmer wie das Deutsche. Ist die Liegenschaft ja nicht nach Abzug der Amerikaner und Engländer nicht im Bundesbesitz übergegangen, sondern dann in den Senat? Ja. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich auch ergänzen, warum da eigentlich nichts passiert ist. Du könntest wunderbar promovieren. Also ich kenne mich nicht ganz so gut aus im Baurecht, aber wenn man 10 Jahre lang nicht baut, verliert man das Recht zu bauen. Und inzwischen wurde für den Berg auch der Flächennutzungsplan geändert. Und man will eine Grünfläche da oben haben, also einen Wald, also das soll mehr oder weniger abgerissen werden, weg, und da soll überhaupt kein Publikumsverkehr stattfinden. Insofern überrascht mich jetzt nicht, dass die Investoren auf eine museale Nutzung kommen, weil das jetzt das einzige Schlupfloch ist. In der Presse gegenüber sagen sie, ja, wir dürfen ja nicht bauen, aber sie haben das Kapital anscheinend nicht zusammengekriegt und da laufen auch im Hintergrund juristische Prozesse. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Ebene die da letztendlich sind, aber dass die jetzt einschwenken, dass man da oben ein Museum macht, zeigt für mich, dass denen die Fälle davon schwimmen und dass man über diese museale Schiene sozusagen nochmal ein Baurecht kriegt, dass man da oben überhaupt was machen kann. Offiziell ist das als Grünfläche ausgewiesen und da darf nichts mehr gebaut werden. Und deshalb verfällt halt die Anlage nach und nach. Ja. Zum Grunewald, zum Forst. Genau, das war die Argumentation. Man hat ja auch einen Parteiwechsel. Eine Schenkung war und sobald was gebaut wird, ist das Ganze hinweg. Ja, es war ja ein Parteiwechsel auch dann im Bezirk Charlottenburg und dann kamen natürlich auch die politischen Strömungen mit rein. Und der Verkauf überhaupt rechtens ist. Ja. Aber ich denke mal, du hast noch ein paar interessante Fragen aus dem Chat von unseren Vereinsmitgliedern. Ja, gerne eine Diskussion und den Versuch, einen Link zu Stasi-Unterlagen. Da soll es eine Quelle geben im Internet, sagt Stefan hier, die muss man auch mal anders kommunizieren, weil im Chat kann man keine Links einfügen. Und er sagt, das sind die Raumpläne aus den Staatssicherheitsakten, aber ich nehme mal an, dass du die Quelle kennst. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle Pläne kenne. Wir haben auf jeden Fall, also wie ich sagte, dass die Unterlagen, die die Stasi gesammelt hatte, die umfassten teilweise auch Pläne. Nur so war es uns auch möglich, also die Bezeichnungen, die ich teilweise auch verwende, so wie T-Berg 2 und Arctic Tower, das sind natürlich auch Dinge, die wir da aus diesen Plänen dann rausgesucht haben. Ich bin mir nicht sicher, wir haben bestimmt nicht alles. Also, wir haben natürlich auch bei der NSA angefragt, ob wir Pläne haben können, die haben uns nicht geantwortet. Vielleicht genau nie gehört, vielleicht überwachen die mich seitdem, keine Ahnung. Aber genau, ja. Also ich werde den Stefan hier nochmal fragen und den Link verteilen und dann kannst du mal gucken, ob wir den schon drin haben. Ne? Ja, genau. Das Foto wollte ich einfach nochmal zeigen, weil ich, Sie haben gerade angesprochen, so ein bisschen das unbequeme Erbe. Und dass das ja irgendwie Gebäude sind, die, also die natürlich für manche Leute auch nicht oder für viele Leute ja nicht nur irgendwie gute Erinnerungen mit sich bringen. Und das, glaube ich, ist immer, es ist auch so eine sich wiederholende Geschichte, dass wir immer damit so ein bisschen kämpfen, dass wir uns natürlich auch ein gebautes Erbe nicht aussuchen können. Wir können nicht irgendwie entscheiden, was ist jetzt das gute Denkmal oder das schlechte Denkmal. Das machen wir ganz gerne. Dann reißen wir den Palast der Republik ab und die DDR hat das Außenministerium abgerufen. Das wiederholt sich dann immer alles so, weil dann jeder wieder neu darüber entscheiden mag, was denn eben gut und schlecht ist. Und das finde ich so schade, dass das offensichtlich auch so ein schwieriges Denkmal ist, dass es weiterhin nicht genug Befürworter dafür gibt, dass das eben einfach erhalten werden muss. Und da finde ich es auch, natürlich ist es mittlerweile so, dass das eigentlich monetär gar nicht mehr leistbar ist. Aber ich finde, da hat halt auch Stadt, Land, wie auch immer, Bund eine Verpflichtung eigentlich, das da jetzt irgendwie einzuschreiben. Das ist, ne? Erst haben wir die Mauer, ja, hast du gesagt, erst haben wir die Mauer überall abgerissen und dann haben wir sie wieder aufgebaut. Und im Moment ist es auch, ich finde, auch jetzt ist es noch schützens. Also man kann es auch jetzt noch erhalten. Es ist nicht mehr das, was wir 2011 vorgefunden haben, aber auch jetzt wäre es durchaus lohnenswert, hier nochmal eine politische Debatte zu führen oder dann es eben anzustoßen. Und natürlich ein Rückkauf wird wahrscheinlich nicht einfach werden mit diesen Investoren, aber es muss halt eigentlich was passieren. Und, ja, aber Spionage hat natürlich auch immer so ein Schmuddel-Image. Und unter diesen Scheffel stellt sich auch niemand so gerne. Na, das Spionagemuseum hat entwicklungsmäßig damit keinen. Wer hat es genutzt und die Spionage möchte man nicht angehaftet bekommen, also besser dann verfallen zu lassen, vielleicht denkt man da so, keine Ahnung. Man ich glaube, dass das vielfach die guten Seiten, mit schönen Seiten und Spionage hat generell was schmuddelt, egal also wer das betreibt. Bei anderen Geschichtsorten und deren Chronologie würde ich dir sogar recht geben. Hier nicht, weil tatsächlich gibt es auch den Fall, ziemlich oft sogar, dass Politik ganz bewusst über mehrere Legislaturperioden Geschichtsorte dem kalten Verfall oder alles überlässt. Das stimmt. Gerade wenn es um so NS-Geschichten geht, das haben wir ja auch die Erfahrung gemacht, der Jürgen kennt die Gründerphase des Vereins, hat sie mitgemacht und weiß noch, wie die Betonromantiker Runterküsser der Unterwelten auf wirklich schwere Zeiten und Widerstand gestoßen sind. Rotdenkmäler, am besten alles vergessen, zuschütten, das ist ja genau das, was du vorhin sagtest. Hier kann man drei Dinge miteinander nach der Kriegszeit verbinden. Man wird den Schutt los, man beerdigt seine eigene Vergangenheit, der man sich vielleicht auch nicht mehr stellen will, einer negativen im Dritten Reich, und man gewinnt noch eine Grünanlage, einen Aussichtspunkt. Ja. Das ist doch aus unserer Sicht, genau. Hier sehe ich es anders. Ich glaube, dass wir die Distanz so weit haben und dass sich viele Leute ärgern heutzutage, dass sie die Chancen mehrfach verpasst haben. Das glaube ich aus unserer Sicht schon, ne? Diese drei Epochen, das ist ja auch schon sehr interessant und das macht so ein Objekt erhaltenswert. Aber wenn man das vielleicht aus amerikanischer Sicht betrachtet, sagen wir, Mensch, da haben wir Spionage betrieben, Spionage hat was schmuddelt, Sandwurf, adios. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie sich dafür schämen, für die Weiterentwicklung der Systeme. Nicht wirklich nach 9/11, ne? Wer weiß, wie die politische Entwicklung ist und ob die Amerikaner dann in 5 Jahren vielleicht noch wieder was machen. Also die sind eher stolz darauf. Die sind stolz darauf, auf diese Aufklärungsleistung. Also das glaube ich wirklich nicht in dem Fall. Nee, das haben wir schon alleine versemmelt. Das haben wir alleine versemmelt und schaffen das auch immer wieder. Ne? Ja. Sowas. Naja. Leider. Also ich glaube, wir haben, also ich bin hier nochmal der Truppe, habe ich, wir haben unser, also das ist Gabi Dorf-Rohnekemper, Professor Gabi Dorf-Rohnekemper war auch unsere Betreuerin, aber das sind hier 1, 2, 3, 4. Ihr wart ja 4. Genau, auch aus Deutschland, Österreich und den Niederlanden zusammengewürfelt und ja, wir haben, glaube ich, unser als dafür gegeben, das irgendwie so zumindest zu dokumentieren, dass man, selbst wenn die Anlage jetzt weiter verfällt, weiter verloren geht, ist das sicherlich kein Ersatz. Aber es war immer auch unsere Intention, eben das so festzuhalten, wie es 2010, 2011 sich dargestellt hat, weil vielleicht auch da schon absehbar war, dass die Erhaltung der Field Station Berlin eine größere und vielleicht auch, oder doch, hoffentlich schaffbare Aufgabe sein wird. Aber ja. Mich würde noch ganz kurz interessieren, weil ganz toller Vortrag, liebe Katharina. Danke. Seid ihr jeden Tag angereist und habt da 8 Stunden verbracht? Jawohl. So ist es passiert, ne? Ja, jeden wir sind da jeden Tag mit Wahnsinn. Meinem kleinen Beetle hochgetuckert, ne? Und haben da den ganzen Tag verbracht. Wir haben da... Es war natürlich auch eine, es war schon eine schöne Zeit. Also für mich ist der Ort natürlich ganz besonders, weil wir da wirklich 3 Monate, wir sind da morgens hochgetuckert, dann haben wir gearbeitet, dann haben wir da Mittag gegessen. Natürlich war das irgendwie unser Ort auch, weil wir waren diejenigen mit dem Schlüssel. Wir haben irgendwie, ja, wir haben uns den Ort, natürlich macht man sich das dann zu eigen. Man kommt da an, man versteht es erst nicht, dann fängst du an aufzumessen. Das ist natürlich wahnsinnig anstrengend alles und dauert ewig, aber natürlich erschließt sich das dann so und nach wird es dann so dein, nach und nach kennst du die Anlage dann natürlich auch so wie deine Westentasche so ein bisschen. Sascha und Jürgen kennen halt mehr immer so die, ne, die Geschichten noch mit drumherum, die Spinage, irgendwas. Wir sind halt, ne, für uns sind diese Bauten einfach so ein bisschen ins, ich weiß was da oben irgendwie, ne, wie sich das anschließt und deshalb tut es echt so, es tut schon echt ein bisschen weh, das jetzt so zu sehen. Der erste Tag wird wahnsinnig aufregend gewesen sein, nehme ich mal an. Ja, total. Und der letzte Tag sehr traurig, ne, dagegen mal. Ja, und, aber danach haben wir tatsächlich noch, also dadurch, dass wir dann ja mit den Unterwelten, mit Sascha und Jürgen vor allen Dingen dann eben das Buch noch gemacht haben, wir waren dann noch eine ganze Weile immer oben auch. Und es wurde dann natürlich immer weniger auch und ja, es ist, wow, war schon gut und war natürlich, ich bin selten stolz auf Dinge, aber es ist natürlich das, was wir da gemacht haben, das umfasst ja noch ein ganzes Fotoarchiv und noch irgendwie, also es ist wirklich eine relativ große Arbeit, die wir da auch zu viert gemacht haben. Ja, die ich auch 10 Jahre später gerne noch mal vorstelle. Das da du dich nicht selber mehr loben wirst, ich kenne dich schon ein bisschen, das, dann sagen wir das nochmal. Also Jürgen, ich glaube, wir sind uns einig, dass das Ganze, was als Austausch und Öffnen unserer Archivbestände gestartet ist, uns am Ende mindestens genauso viel an Rücklauf gebracht hat und Erkenntnisgewinn. Und ihr könnt gerne den Versuch machen und recherchieren. Ich behaupte mal, ihr werdet kein, zumindest im deutschsprachigen Bereich, kein besseres, umfassenderes Referenzwerk zum Teufelsberg finden als dieses. Das ist also wirklich ein tolles Werk geworden, muss ich nochmal sagen an der Stelle. Im Januar wird voraussichtlich die RBW-Produktion veröffentlicht. Wenn ich das mitbekomme, dann tauschen wir natürlich den Link mit euch aus, wie wir das immer so machen, ne? Und mich hat das angestoßen, und ich glaube auch Jürgen hat wieder Appetit, da mal wieder ein Auge drauf zu werfen, was da sich tut. Denn unsere Themen erfordern manchmal einen sehr langen Atem. Und ich hoffe, Herr Gruhl hat den auch. Ja. Ja, liebe Katharina, ich habe manchmal zumindest immer die freudige Aufgabe, unserem Referenten, in dem Fall bist du ja eine Referentin, ein bisschen zu schauen. Und ich habe dann alles, was ich so in meiner Bude gefunden habe, über Unterwelten im Büro, ja, alles und so. Ja, ich habe auch Katharina habe ich ja auch die neueste Ausgabe von der Wettinger Allgemeinen Zeitung mitgebracht. Da sind wir auch drin mit 25-Jährigem und dann hier noch so eine Tasse und sowas. Ja, ganz druckfrisch und Kugelschreiber und Prospekte und Jubi-Hefte und so weiter und alles da rein. Katharina, das wollte ich dir also im Namen des Vereins überreichen. Wobei ich aber doch so ein kleines Schlusswort auch noch sagen möchte. Die Zeit ist bei 2011 nicht stehen geblieben ist. Ich habe die ganze Zeit meine Ohren schon aufgesperrt, aber Sascha hat eine Sache so ein bisschen unerwähnt gelassen. Aufgrund dieser Situation haben wir nämlich nicht oben beim Werk angefangen, sondern unten und sind regelmäßig zu dem Jahresfest von den Wasserwerk Teufelsee hingefahren. Und du hast es ja schon richtig erkannt, dass wir auch für die unterirdischen Sachen zu haben sind. Und ich versuch's nochmal, du kannst gerne eine Promotion drüber schreiben, über diese sogenannte Wehrtechnische Fakultät. Und unser Verein hat ja, sage ich mal, sehr helle Köpfe und da gab es dann auch Ideen, lach nicht, Oliver. Wir haben also überlegt, ob man mit einer Tunnelvortriebsmaschine auf diese Wehrtechnische Fakultät kommt. Das sind ungefähr 800 Meter. Und Dietmar hat also die Idee aufgenommen, hat das mal so ein bisschen durchkalkulieren lassen mit seinen Kontakten und so. Hätte uns rund 1 Million gekostet, ja, um zu dieser Wehr. Aber das ist natürlich, das wäre Wahnsinn, ja. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die ganzen Kellerräume, alles dort noch da ist. Oberirdisch wurde die Wehrtechnische Fakultät abgetragen, aber was halt im Boden drin war, das haben die einfach schlichtweg übernommen. Überschüttet. Die Frage ist jetzt natürlich, ob auf den Haufen Schutt, der dort drauf liegt, ob da die Räume eingedrückt sind. Aber wie gesagt, auch da sind wir noch dran. Leider kam dann Corona und ist dann vieles eingeschlafen. Wir hatten auch kein Geld mehr. Aber man kann ja durchaus mal zukünftig weiter schauen, ob es Möglichkeiten innerhalb des Berges gibt. Angeblich soll es ja da unten einen U-Boot-Hafen geben und so. Das habe ich jetzt nicht gezeigt. Ich habe das Bild ehrlich gesagt auch nicht mehr gefunden. Die Geoelektrik von Sven hat doch Wasser an. Ja, genau, das stimmt. Ja. Also wie gesagt, da können wir mal finden, eine Verbindung nach Valentin, oder? Mit dem Ball, ja. Also da gibt es also kuriose Geschichten und so. Aber es ist ja ein seriöser Vortrag und also wir können mich ja wieder einladen für den unseriösen Teil, wo ich dann nur noch die Stiftung, Maharishi-Stiftung, Planung und den U-Boot-Hafen. Flieger und die deutsche Flugsicherung mal zusammen. Ja, genau. Sich zu sagen haben. Aber du kannst ruhig nochmal deine Mitstreiter hier aufrufen. Mich würde mal jetzt interessieren, was so nach 10 Jahren aus dem Ganzen geworden sind und sowas. Was machen wir denn jetzt? Familienvater, 5 Kinder? Ehrlich gesagt, ich würde jetzt gerne sagen, wir sind ständig in Kontakt, das sind wir leider nicht. Ich weiß, David Derksen ist zurück irgendwo in den Norden gegangen und ist, glaube ich, Robert ist zurück in den Norden gegangen, hat seine Freundin geheiratet und ist Architekt, ganz klassisch. David arbeitet meines Erachtens nach beim sowas wie dem Landesdenkmalamt in Amsterdam, das war das Letzte, was ich gehört habe, und Florian ist bei der Denkmalpflege in Österreich jeder so ein bisschen wieder nach Hause gegangen. Und ich leite das Zentrum für Klimaforschung und Nachhaltigkeit Niedersachsen an der TU Braunschweig und war die letzten 2,5 Jahre in Saigon. Wow, beeindruckend. Und die Professorin? Frau Dorf-Bunnekämper ist nicht mehr an der Uni, ist, glaube ich, vor 1, 2 Jahren in den Ruhestand gegangen. Toll. Na, vielleicht braucht Herr Gruhl jemanden, der die Vision hat und sie umsetzen kann. Ne? Ja. Weiß steht hier übrigens auch. Danke.